Professor Abraxo und seine Fantasy-Freunde haben die Marienburg erobert und verwandeln das Schloss am Wochenende wieder in eine herrlich verrückte Fantasy-Welt. Dafür muss natürlich jeder Handgriff sitzen, denn es werden bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Norddeutschland erwartet, um sich von Professor Abraxo in eine andere Welt entführen zu lassen. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, ich bin Zeitreisender und lade einmal im Jahr meine tollsten Begegnungen durch meine Reisen durch Raum und Zeit ein. Und dadurch haben wir eben Science Fiction, aber auch historische Sachen wie Mittelalter, Piraten da, und es ist alles ganz frei. Bei Anotopia sollen nicht nur die Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen, auch für die rund 400 Darsteller aus halb Europa ist das Festival ein echtes Highlight. Anotopia heißt für mich, dass jung, alt, dünn, dick, reich, arm, alles zusammen ist und seine Fantasy ausbildet. Das heißt Anotopia für mich. Es sind nicht nur die Gruppen, es ist nicht nur Steampunk oder ein Elfchen oder was haben wir noch mehr, Cowboys. Nein, es ist alles zusammen. Anotopia startet in diesem Jahr unter dem Motto Deine Träume erwarten dich und bietet neben vielen verschiedenen Begegnungen aus Raum und Zeit ein buntes Programm. Zwischen Dinosauriern und Star Wars-Helden gibt es Magie, Schauspiel und die Künstler von Atomic Circus. Ja, das Anotopia ist natürlich für uns eine Herzensangelegenheit. Man kann hier sein, wie man möchte. Man ist eine große Familie. Und es ist einfach wunderschön. Wir kommen vom Bodensee hier hochgefahren, weil wir es einfach nur lieben. Deutschlands außergewöhnlichstes Fantasy-Festival ist also ein echtes Highlight für Jung und Alt. Das verrückte Spektakel von Professor Abraxo und seiner Fantasy-Familie startet morgen ab 11 Uhr. Und bis dahin ist noch einiges zu tun.